und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T17. Wir fahren weiter nach München auf Bahnhof Tiefst. Könnte man der Folge sogar noch schaffen. Es geht weiter. So. Langsam Fahrstuhl haben wir hinter uns. Und Heimabfahrt. Dann brauchen wir noch. Ah, wir fahren nur bis Pasen. Dann schaffen wir das in der Folge auf jeden Fall. Nächstes Mal so ein Gerlinden Gleis 1. Passt. Das da ist die Erstklasse, habe ich aber schon mal gesetzt. In Stuttgart war es, glaube ich. Nein, in Stuttgart überhaupt die Erstklasse, ich weiß nicht. Aber ich meine, es war in Stuttgart. Baden-Württemberg-Ticket, erste Klasse, habe ich, mein Tor gesetzt. Das ist schon zu lange her. Entweder war es da oder da. Und ich weiß auch nicht, ob man den Mauszeiger im Bild sieht. Sieht man schön da hinten aus. Beide Stuttgarter sind hier da noch so, Dings, so Rollstuhlrampe. Nächster Halt, Gerlinden, Aufstieg links. Nächste Herzinfarkt kriegt. Es sieht stöttern da in der Erstklasse und kannst dann gucken, wo du hinfährst. Wie beim ICET, wenn du da sitzt und der Lokführer macht dann die Scheibe so, dass du nicht durchgucken kannst. Also er hat es nicht gemacht, es war so. Und dann habe ich noch in der Erstklasse gesetzt. Aber das war gar nicht so. War nicht weit. Dort noch ist dann der ICE-Endgang, ICE 777er. So Stunden. Das hat jetzt müsse Sinn. Das hat jetzt müsse dringend Sinn. Bremse mal. Bremse, also nur so ein klein bisschen. Also das war jetzt doch ein bisschen arg, weil vorgefahren haben wir noch Verspätung. Passt wieder alles zusammen. So, zack. Türe auf. Jedes Mal so die Ohren voll kriegst du nicht ans Herz. Aber warum hier Dreifachtraktion, der Zug so gut wie leer? So gut wie leer Ostfriesland, dort in der Bahnhof da. Das ist in der Klasse, ich glaube nicht, dass der... Naja, bei mir klappt es auch nicht jedoch. Wenn ich mal so Erstklasse fahre, was ja so sehr, sehr oft, sehr selten. Und einmal so in Baden-Württemberg, Berg, kommt es dann manchmal vor. Also gibt es ja dort das Baden-Württemberg-Ticket in der Erstklasse. Gibt es ja beim Rheinland-Pfalz-Ticket nicht. Aber in Baden-Württemberg bringt es nicht viel. Büchler 682-2 gefahren. Oder -3 war es. Und dann hat das Ding gar keine erste Klasse. Du willst mir doch jetzt nicht erzählen. Nächster als Esting, Ausstieg links. Doch, auf ausnahmsweise. Richtig, bin ich drüber gefahren. Und jetzt beeilen wir uns. Weil wir haben wieder Verspätung wie kleines Wutzchen, so eineinhalb Minuten. Haben wir schon 40 km/h und ich werde jetzt nicht auf Speicher, Wischer, Scheibe, Wischer, da ich werde jetzt keinen dummen Zeichenarm machen.
Das passt. Passt nicht. Komm. Hör auf. Jetzt lang. Gerade so. Nicht nur gerade so, das passt auf jeden Fall so. Tür auf. Komm, die sind noch am Bahnsteig. Immerhin nicht auf Verspätung voll. Abfahrt. Nicht etwa 10 Stunden. Nein, ich war zu spät. Bullshit, ja, die SFS ist auf Schnellfahrstrecktor. Ich lerne schon 20 Jahre oder so. Ja, dann kommt vielleicht schon in Lärmschule 20 Jahre. Dann sehe ich schon nichts an. Nächster Halt, Olching, der Aufstieg links. Oh, greift doch nicht immer so drum. Ist wirklich ans Herz. Wir halten im Abschnitt A. Die vordere erste Klasse befindet sich im Abschnitt A. Die hintere erste Klasse befindet sich im Abschnitt C. So. Also müsste ich eigentlich jedes Mal machen. Das ist wunderbar. Türen verriegelt und Abfahrt. Wieder zu spät. Aber ein Gröbenzell oder wie es heißt, das sind wir jetzt mal pünktlich. Ach, du dürfen wir nur noch 100 fahren. Ja, mei. Nächster Halt, Gröbenzell, Aufstieg links. Jo. Also es sind zwei Uerdinger Schienebusse. Also mit Motorhof in Uerdinger. Und dann noch, ich glaube, sind jedenfalls wie Busse aufgebaut.
gebaut, vorne die in die. Also fast. GDL2S-Linger-Triebfahrer, VT4250, sehr wie so N-Wahrhof gebaut, zwei Mitteleinstiege. Und dann halt noch auf beiden Seiten Führerstand. Gröbenzell, Aufstieg in Fahrtrichtung links, die vordere Erstklasse befindet sich im Abschnitt C. Die hintere Erstklasse befindet sich im Abschnitt LKW. Über die Schiene fahren. Von wo kommt der? Witzig. Das finde ich doch jetzt witzig, da wie so. Es war nur der LKW, der durchgefahren ist. Die andere war sichtbar unsichtbar. Das ist ein Zufall. Türen verriegelt und Abfahrt. Neulochhausen. Und dann könnt dann schon fast irgendwann noch lang wiegen, dann kommt Hasing. Nächster Halt, Lochhausen, Aufstieg links. Türfreigabe links, Tür ist auf. Die Ohren voll piepsen lassen. Das erste Mal denke ich dran, wie ich vor ein paar Monaten gefahren bin, mit der Zug erschienen ist, denke ich, ist herrlich. Alles frei, Türen zu. Türen verriegelt und Abfahrt. Wenn ich nicht wieder pünktlich so IC3 Doppeltraction, ne, ist immer nett. Wie pünktlich muss man da eigentlich sein?
einer Verspätung, obwohl es geht hier irgendwo gerade, also fast gerade aus. Und es geht ab erst hoch, da kann man viel schneller bremsen. Was man jetzt auch machen. In echt auch nicht nur machen wie in der letzten Folge, wenn ich die überhaupt hochlade. Wenn ich mit der 101 mit der ICE fahre, ICE-Ensa. Mal jetzt schnell fahren, in echt. Vor allem im LZ-Krieg tut das nie gut enden. Nächster Halt Langwied. Jo, kriege ich jetzt mal Herzinfarkt. So, komm, bremst. Aus, stopp. Stopp, habe ich gesagt. Und wenn ich stopp sage, dann bin ich auch stopp. Tür hier freige. Fahrgäste sind ein Türchen zu. Und Mama sind wie nochmal da so Türen verriegelt und Abfahrt. Also Türen verriegelt und jetzt Abfahrt so. Ich habe gesagt, Abfahrt. 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 So, jetzt fahren. Au, oh, wir sind wieder pünktlich, muss man einfach schaffen. Aha. Wenn man da jetzt irgendwas Besonderes am Signal natürlich nicht. Fahrgäste sind eigentlich nicht viel drin, Doppeltraktion entlangt. Wäre aber beim Bremsen viel angenehmer, aber. Nee. Das war jetzt ungewollt. Nächster Halt München-Pasing, der Ausstieg links. Bitte beachten Sie die S-Bahn-Tunnelsperrung zwischen München Hauptbahnhof und München Ost. Das wollte ich sagen, Kollege, du bist jetzt im Rollstopp, aus, ey, hallo, aus, jo, komm, ich schwätz doch, hallo, aus. So, sehr geehrte Fahrgäste, erreichen wir unser Ziel, ein Bahnhof München-Pasing. Bitte beachten Sie aufgrund einer Stammtunnelstreckensperrung zwischen München Hauptbahnhof tief und München Ost fährt unser Zug nicht über München Hauptbahnhof. Unser Zug, danke für die Überholung und danke fürs HP0, was hier an der Stelle so sehr früh die bitte beachten Sie, unser Zug fährt ab hier weiter ohne Zwischenhalt, ich wiederhole, ohne Zwischenhalt bis nach München. Bitte noch beschleunige, bevor mal komplett stehen. Weil dann darf ich nicht weiterfahren, obwohl es schon wieder auf HP. HPVR-Dingster. 45 dürfen wir fahren. Ne, sogar noch ein bisschen schneller. Bitte beachten Sie, unser Zug fährt ab München-Pasing ohne Halt, ich wiederhole, ohne Halt, bis zum Bahnhof München-Ost und ab dort planmäßig weiter. Fahrgäste Richtung München-Hauptbahnhof benutzen bitte die anderen S-Bahn-Linien, die in München-Hauptbahnhof enden. Es ist zurzeit die S2 und die S8 und die S7. S8, so was. Fahrgäste in Richtung München Hauptbahnhof, Zielbahnhof München Hauptbahnhof können auch den regionalen Verkehr mit MVV-Fahrkarten benutzen und auch ausnahmsweise den Fernverkehr mit einer gültigen MVV-Fahrkarte.
für den jeweiligen Streckenabschnitt. Entweder München, Pasing, Münchner Bahnhof und auch Münchner Bahnhof, München Ost. Next Stop Munich Pasing, do. Es geht los. Englisch. Our train is driving to Munich Ost ohne anderer Stopps. Bitte warten Sie, unser Zug endet heute. Zug fährt ohne Zwischenhalt nach München Ost. Bitte beachten Sie die gesamte Bahnsteiglänge zum Einsteigen. Was steht da? Was lesen? Hält nicht in München Hackerbrücke. Gleis 6 Einfahrt S6 nach München Hauptbahnhof. Ihre Anschlüsse S6 nach München Hauptbahnhof über Leim und Donnersberger Brücke hält heute nicht in München Hackerbrücke. Bitte Vorsicht. Und Regionalbahn 54, 11 und 59, 431 nach Seefeld, Reute und Penzberg mit Zugteilung in Tutzing. Der vordere Zugteil fährt weiter nach Seefeld mit Zugteilung in Garmisch-Partenkirchen nach Reute und der hintere Zugteil fährt weiter nach nach Penzberg. Regionalbahn 57 439 nach München Hauptbahnhof um 7.36 Uhr von Gleis 3. Was wollten ich da jetzt noch lesen? Da haben wir doch den München Ost da. Was war denn da? München Ost S3. Hallo. Dort. Da können Sie sehen. Da. München Ost. Zwischen. Jo, das haben wir schon ein paar Mal gelesen. S4 nach Geltendorf über Buchenau und Grafrath. Um 7.33 Uhr Gleis 8. Bitte nutzen Sie die gesamte Bahnsteiglänge zum Einsteigen. Jo, passt. Und S6 nach Tutzing über Starnberg um 7.43 Uhr Gleis 7. S8 nach Hersching über Germering und Weißling 7.37 Uhr Gleis 10. Und IC 22887 nach Saarbrücken Hauptbahnhof hier auf mir aus München Ost 7.33 Gleis 9 und dann da der noch Hersching, da muss der aber schnell fahren, wenn der IC noch kommt, dann fährt er ganz IC. Also dann bis der nächste Volt hier 17 oder um C2 oder was auch immer, vielleicht aber schnell beim Sim können wir sich irgendwie ein bisschen Fahrrad schreiben. Das wäre übrigens immer noch mit dabei für den RK und hier ist eine Daumen oder ein Overdown und auf Wiederhören.